Wir sind hier im Breakers beim Ägypten Champions Cup und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unseren beiden Schiedsrichtern hier ein paar häufige Regelfragen zu stellen. Das ist die Jule, das ist der Lasse. Und ich fange auch gleich mal mit Lasse an. Wir werden ganz oft gefragt, wie ist es denn jetzt mit dem oberen Zuspiel, dem Pritschen beim ersten Ballkontakt? Also grundsätzlich ist das im Regelwerk gar nicht verboten, dass man den ersten Ball pritscht. Allerdings ist natürlich die Einschränkung, dass der Ball auch perfekt gepritscht sein muss. Wir hatten jetzt einmal gestern bei den Spielen auch den Fall, dass eine Annahme erst auf den Unterarm und dann auf den Oberarm ging. Wie sieht es da aus mit den Regeln? Genau, wir hatten eine Spielerin, die war im Block und hat eben diesen Ball geblockt und danach den Ball im Gesicht abbekommen. Das findet alles innerhalb einer Bewegung statt und deswegen ist da so eine Art Doppelberührung regelkonform und geht klar. Das Spiel läuft weiter. Dann habe ich noch gesehen, dass der Stefan Windscheif einmal in der Annahme ein bisschen dicht an der Linie war und dann mit dem Fuß die Linie verschoben hat. Wenn der Ball dann auf die Linie geht, wäre es regeltechnisch so, müsste er dafür gestraft werden und man müsste Doppelfehler geben. Bestrafung bedeutet in dem Fall eine rote Karte. Dann wird uns häufig noch die Frage gestellt, ob eine Annahme, die aus dem Feld rausfliegt, bis auf die andere Seite beispielsweise, ob die wieder zurückgespielt werden darf und dann weitergespielt wird. Genau, also der Annahmespieler nimmt den Ball leider nicht perfekt an, springt von dem Ball ab und der zweite Spieler darf durchaus hinterherrennen, muss aber den Ball dann außerhalb der Antennen wieder zurückspielen, sodass der dritte Ball übers Netz innerhalb des Überquerungssektors, also innerhalb der Antennen, rübergespielt werden kann. Dann ist alles super. Wunderbar. Rüber ist auch das nächste Stichwort und zwar übergreifen. Auch ein viel diskutiertes Thema. Wie sieht es denn da aus, wenn Blocker und Angreifer beide den Ball haben wollen? Grundsätzlich ist, wie das Ganze schon auch wirklich namentlich quasi so genannt ist, diese Regel, der Übergriff ist natürlich nicht erlaubt. Der Übergriff ist dann, oder dann ist der, wird eben übergriffen, wenn der Ball komplett auf der gegnerischen Seite ist und dann gespielt wird. Und jetzt gibt es so ein paar Situationen, die man mal genauer sich angucken muss. Das eine ist, wenn man den Ball gleichzeitig berührt. Ein sogenannter Joust-Ball, der ist nur dann erlaubt, wenn er wirklich oberhalb der Netzoberkante ist und ist verboten, wenn diese gleichzeitige Berührung auf einer Seite stattfindet. Super erklärt. Letzte Frage an euch, dann dürft ihr auch endlich wieder ins Hotel, ins Breakers. Wie sieht es jetzt mit der Netzregel aus? Was ist der aktuelle Stand? Da ging es so ein bisschen hin und her. Genau, also die Netzregel wurde diese Saison wieder geändert und ein Spieler, der das Netz berührt, egal ob am oberen Band oder unteren Band, begeht dann einen Fehler und der wird geahndet. Oh, dann wird es ja wieder einfacher für euch, oder? Ja, wie man es nimmt, aber auch mehr zu tun. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview oder für die Regelerklärung und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Okay, Dankeschön.